Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge des CPU. So, des Super Smash Bros. Ultimate CPU Tournaments. Das fünfte Turnier, die Qualifiers für das Finale in der nächsten Folge. Ich habe bereits für die Teilnehmer des ersten Turnieres alles bereit gemacht. Mii Schützin als Finalgewinner muss keinen ersten Kampf bestreiten, denn der Falco bin ich mit einem Random Character und ich werde den Kampf absichtlich verlieren. Und der Sieger dieses Turniers ist der nächste Finalteilnehmer. Ich füge hier kurz eine Notiz zu. So. Das werden wir für alle vier Turniere heute machen. Das heißt, wir werden auch noch Wolf, Meta Knight und Cloud sehen. Der Sieger. Fuegro, Pikachu und Kirby. Genauso wie Captain Falcon, Simon und Bowser. All diese Kämpfer werden wir heute sehen. Und vier von ihnen werden ins Finale kommen. Und ich habe verkackt. So, jetzt aber. Diesmal habe ich die Piranha-Pflanze, nicht wundern. Ihr seht schon, ich habe es versprochen, aber vergessen, 5 Leben einzustellen. Wir waren noch auf 3. Also, ich als Piranha-Pflanze in den ersten Kampf. Ach, warte, es geht doch auch einfach. Nicht-Teilnahme gilt als Niederlage. Oh, schade. Na dann, euch gucken wir zu. Mii Schwertkämpfer und King K. Rool. King K. Rool hat bereits einmal gegen die Mii Schützin gekämpft. Oh, Battlefield einfach. King K. Rool hat bereits gegen die Mii Schützin gekämpft. Der wohl größte Throw im gesamten CPU-Tournament. Der Kampf war für ihn eigentlich nicht mehr zu nehmen im Halbfinale, aber irgendwie hat er es hinbekommen zu verlieren. Mii Schwertkämpfer habe ich auch persönlich ein bisschen gestern gespielt, seit ich mir mal Mies von ein paar YouTubern ruhe. Oh, das war ein schöner Zug. Ich persönlich bin ja K. Rool Main und ja, der spielt zwar nicht toll, das ist aber auch klar, ist ein Computer, aber auch echt nicht schlecht. Schade. Also ich bin wirklich gespannt, wer hier gewinnt. Und ein Meisterball spawnt. Das wird der erste Kill sein, vor allem da K. Rool gerade anscheinend nicht so viel Lust hat, wegzugehen. Aber nein, er lebt. Liegt aber hinten. Der Mii Schwertkämpfer haut die Konter raus. Ein Fake Smash Ball und ein echter. Beide sind raus. Und K. Rool hat den Ultra Smash. Und trifft. Aber die Ultraleiste ist aktiv. Ich weiß nicht, ob sie das vorher schon war, ehrlich gesagt. Falls nein, ist mir auch egal. Ich mache sie auf jeden Fall jetzt an. Schöner Treffer. Damit geht der Mii Schwertkämpfer wieder in Führung und... Sag mal, ich habe doch eingestellt, dass weniger Items spawnen. Es sieht so aus, als würde gleich King K. Rool in den Rückstand geraten. Außer, Migma ist ein gutes Pokémon. Das ist klar. Oh, der war nice. Stimmt, wir haben ja auch 5 Leben. Das heißt, es ist nicht so... Es ist noch alles offen. Migma macht, oh, gar nicht so guten Schaden, wenn der Gegner so wenig Prozent hat. Ich weiß halt, dass Migma auf hohen Prozenten broken ist. Eigentlich der sichere Kill. Dieser Herzcontainer kann auf jeden Fall, ja, eine wieder deutlichere Führung feststellen. Insgesamt ist, würde ich sagen, bisher in diesem Kampf der Mii-Schwertkämpfer schon noch im Vorteil. Aber nicht deutlich. Es kann sich wirklich noch alles tun.
Vor allem, wenn der K-Rool mal wie ein K-Rool spielen würde. Digga, Meteor-Smashs gibt's auch, Digga. Ich sagte wie ein K-Rool, nicht wie ein Fire Emblem-Schwertkämpfer. Du sollst nicht nur kontern. Das mag... Oh, aber in der Situation hat's wohl was gebracht. Der Mii-Schwertkämpfer übernimmt doch das Kontern hier in der Regel. Der macht erstmal zwei Perfect Shields. Nicht schlecht. Bloß die Ulti. Ja, vor allem jetzt in der Situation. Oder? Der Mii-Schwertkämpfer nutzt sie. Jetzt wird's auch killen. Damit steht es 3 zu 2. 68% hat der Mii-Schwertkämpfer. Das ist aber einiges. Vor allem für einen K-Rool. Er gibt die Todessense ab. Trifft mit der Kanonenkugel, lässt sich aber hitten. Den Ultrasmash würde ich nicht dem Mii-Schwertkämpfer gönnen. Ansonsten wird der Kampf vermutlich gelaufen sein. Wenn sich nicht noch alles ändert, ist dieser Kampf vermutlich durch und King K. Rool verliert. Schade, er hatte sogar noch diese Chance. Er hätte schön die Ulti rausgeprügelt. Auch wenn natürlich auf so hohen Prozenten Ultras... Außer es spawnt gerade ein Smashball, das habe ich nicht bemerkt. Aber wenn den jetzt wieder der Mii-Schwertkämpfer oder niemand bekommt... Raichu wird killen. Hallo? Weil ich zu lange nichts gedrückt habe. Ja, K. Rool ist auf seinem letzten Leben, liegt fast einen ganzen Stock hinten. Der Mii-Schwert, es kommt anscheinend gleich zu einem Duell der Mii-Charaktere. Der K. Rool hätte das besser kämpfen können. Also ich hätte das ja gewonnen. Jetzt noch eine starke Helper. Ja, macht keinen Schaden, aber haut raus. Damit ist King K. Rool ausgeschieden. Schade. War auch echt nicht nötig. Er hätte beide Kämpfe, sowohl das Halbfinale des ersten Turniers, als auch diesen Kampf gewinnen können. Aber jetzt machen die Mii-Kämpfer unter sich aus. Wer von ihnen dem Finalturnier beitritt. Der Mii-Schwertkämpfer musste bereits einen Kampf gewinnen. Das heißt, er benötigt, da er im Halbfinale verloren hat, zwei zum Sieg. Die Mii-Schützin hingegen benötigt nur einen Kampf zum Sieg. Aber trotzdem haben jetzt beide die gleichen Chancen. Wir können gespannt sein. Im Moment sieht die Sache, die ich an Schwertkämpfern nicht so mag. Aber ich bin ich, ihr kennt mich Leute. Der Schwertkämpfer kann nicht gescheit Meteoren. Anders als Schütze und Boxer. Stimmt, war der Mii-Boxer eigentlich auch mal? Nee, der Mii-Boxer hat nichts gerissen. Stimmt, der war in der ersten Runde raus. Bisher ein relativ ausgeglichener Kampf. Wenn der aufgeladene Schuss den Mii-Schwertkämpfer trifft, wäre das aber kritisch. Und die Ulti ist auch da. Die hätte ich jetzt nicht benutzt. Okay, der Mii-Schwertkämpfer hatte gerade auch seine Ulti, aber ich hätte auf jeden Fall den aufgeladenen Schuss auf ihn gefeuert, anstelle der Mii-Schützin. Und jetzt ist der Schuss auch weg. Das war eine schöne Kombo mit dem Tornado. Auch Enten müssen in solchen
großen Schlachten manchmal dran glauben. Zwei Schiffsteile sind da, wird der Mii-Schwertkämpfer sich auch das nächste holen? Offensichtlich ja. Warum sage ich eigentlich offensichtlich, wenn er es sich schon geholt hat? Noch eins wäre auf jeden Fall kritisch. Jetzt ist die Ulti ready, trifft richtig gut. Reicht aber nicht. Ah, und da ist der Dodge. Oh Gott. Also da hätte der Mii-Schwertkämpfer auch leicht einen Kill rausholen können. Die Rettungsattacke, die er hat, das ist das Standard-Moveset. Ich muss sagen, ich sehe kaum einen Mii-Schwertkämpfer mit dieser Abi, die er gerade benutzt hat. Aber ich finde das wirklich die beste. So, Ultra Smash der Mii-Schützin könnte bei einem guten Hit jetzt auf jeden Fall raushauen. Das müsste reichen. Ah ja, die Stimme. Könnte sein, dass ich die Stimme aus Versehen so tief wie möglich eingestellt habe. So, Vorteil bleibt bei Mii-Schützin. Da ist jetzt noch ein Ultra Smash-Ball. Und den hat er. Ein guter Hit wäre der Kill. Dazu musste er aber... Oh! Das waren wirklich viele gute Situationen. Wäre gesagt, eine lange gute Situation. Für einen Ultra Smash. Nee, das war nicht gut. Ich meine, macht ein bisschen Schaden, aber... Hätte auf jeden Fall bei einem guten Einsatz auch raushauen können. Jetzt haben wir... Ah, wir hatten für einen Moment 69. Starker Treffer. Hier wird gleich das nächste Leben gehen. Da geht aber mehr. Ah ja, nebenbei, sorry, ich bin ja busy YouTuber. Ich habe hier gerade ein Video in der Bearbeitung nebenbei. Ja, in der Bespeichung. Oh, ja, hi. Die Walross-Edition lädt im Moment während dem Dreh hoch. Ich habe keine Ahnung, wann dieses Video kommt, aber... Hey, noch etwa eine Stunde, 9 Minuten bis zu Nick Crossmas Showdown. Und Ultra Smash. Oh, was? Ich hab einen Kill verpennt, lol. Und jetzt die. Okay, ganz, ganz schwach. Ich meine, hat zwar auch getroffen, aber. Das ist auf jeden Fall eine gute Führung für die Mii-Schützin. Das ist vor allem, da nur noch ein Leben bleibt. Eine sehr spannende Sache. Nee, nicht spannend, sondern eindeutig, wollte ich sagen. Da wirklich, es scheint, als würde Finalverliererin die Mii-Schützin es schaffen, doch noch ins Finalturnier zu kommen, nachdem Mario zuvor es verhindern wollte. Aber der Mii-Schwertkämpfer ist schon an seinen Grenzen. Heißt aber auch, vor allem wenn er sich so hoch hält, nicht, dass ich nichts mehr tun kann. Aber jetzt die Ulti wäre der Kill. Jetzt die Ulti wäre... Warum? Warum benutzen diese Mies den Mii? Ja, Ulti muss man nicht benutzen, ich weiß, aber kann man ja trotzdem. Damit haben wir die 5. Kandidatin für das Finalturnier. King K. Rool und der Mii-Schwertkämpfer haben ihre Chancen verspielt. Und wir sehen uns gleich bei den nächsten Teilnehmern wieder. So. Hier sind wir bei den nächsten Kämpfern.
Ich muss ja sagen, ich habe einen relativ eindeutigen Favoriten hier. Pac-Man. Nee, Hauptsache Cloud gewinnt nicht, aber Cloud wird sowieso gewinnen, das ist uns allen klar. Pac-Man finde ich aber persönlich ehrlich gar nicht so schlecht, aber er hat keinen Meteor. Ja, Clouds erster spannender Kampf steht an. Wird er seinen Titel als Finalgewinner-Verlierer gerecht? Ja, er hat gewonnen. Was ein spannender Kampf. Jetzt sehen wir Meta Knight und Wolf. Ich weiß gerade nicht, wer von den beiden gegen Cloud gekämpft hat bereits. Ich glaube Wolf. Wenn nein, könnt ihr mich korrigieren, aber ja. Ja, ziemlich sicher Wolf, weil ich weiß noch, dass mir bei eigentlich allen Kämpfen von Cloud bis zum Finale relativ egal war, wer gewinnt. Und ich finde Wolf auf jeden Fall von den beiden schlimmer, sodass ich ihm die Niederlage deutlich eher gegönnt hätte. Und ich bin immer noch froh, dass Cloud letztendlich zumindest das Finale nicht gewonnen hat. Heißt aber nicht, dass er nicht weiterkommt. Die Mischützin hat es nach ihrer Finalniederlage schon geschafft, weiterzukommen. Also der Podcast-Mensch hatte gerade eben richtig Bock. Ja, ich weiß. Die Kamera finde ich gerade, by the way, auch. Danke. Übrigens schon mal zum Finalturnier kann ich ein bisschen was sagen. Denn ich werde auf jeden Fall, um nochmal ein bisschen die Finalgewinner gegenüber denen, die hier jetzt nachrücken, zu pushen. Okay, kann man nicht wirklich sagen. Aber auf jeden Fall. Wir werden die vier, die hier nachrücken, allesamt direkt gegen einen der Finalgewinner kämpfen müssen. Aber nicht den aus dem eigenen Turnier. Die Mischwert-Schützin, die ja bereits weiter ist, wird gegen den Sieger aus dem vierten Finale, also König DDD, kämpfen. Wer hier jetzt weiterkommt, kämpft gegen den Pokémon-Trainer als Sieger des dritten Finals. Wer dann von den nächsten weiterkommt, kämpft gegen Ganondorf. Und dann wäre das letzte Duell. Ich möchte aber einfach beide. Das sind Computer, die machen das nie. Und wer dann das letzte Mal gewinnt, muss gegen Mario kämpfen. Wer auch immer das vierte hier gewinnt, tut mir echt leid. Wir wissen alle, wie gekauft Mario ist. Jedenfalls die, die das erste Turnier gesehen haben. Aber wo wir gerade von gekauft reden, ich würde gerne dein Statement wissen, denn sobald wir das hier entschieden haben, kommt ja wieder dein gekaufter Kämpfer zurück. Und ein passenderes Pokémon kann man hier kaum bekommen, oder? Warum ist der Pokémon-Kampf wurde auf dieser Insel wieder? Auf genau dieser Stage. Ich weiß es nicht. Was für ein Alola-Kokowai-Kampf? Es gab einen Geist, der muss auf Alola-Kokowai-Gehen. Achso, das meinst du. Ich sag mal. Ich dachte, ich hab kurz gedacht, du denkst wirklich, das hier wäre eine Pokémon-Insel. Nö. Was, der ist eine Meldkosting? Ja. Eben, oh geil, die Kamera wieder wegen dem Halt. Nur, dass die SNL kostet ein kleines. Wie hoch rechnest du dir eigentlich die Chancen von deinem gekauften Kirby aus, wenn er zuerst Pikachu und dann Fuego besiegen müsste, um ins Finalturnier zu kommen? Ja, Midna kann schon krass sein. Gerade eben lag Meta Knight noch leicht vorne. Aber das kann sich hiermit... Okay, es wird sich nicht wirklich ändern. Ein Pilz, oh! Also, das sieht gerade nicht so gut aus für Meta Knight. Aber anscheinend benutzt... Midna macht ihn so fertig! Wolf hat keine Ahnung, wie man seinen Vorteil mit einem Pilz nutzt. Aber Hauptsache, Midna zieht für 2 Leben. Und wo wir gerade... Oh, nächste Helfer-Trophäe. Und Meta Knight stirbt wieder. Und der war einfach weg, hast auch einen Geist und den hab ich gehasst.
Ich glaube, du meinst einen anderen. Es gibt eine sehr ähnliche Helfer-Trophäe, die ziemlich genau dasselbe macht. Und die habe ich ja auch gehasst. Das ist übrigens, denke ich mal, der Ausgleich, genau. Der Kampf ist ziemlich ausgeglichen. Das war aber King K. Rool gegen den Mii-Schwertkämpfer bis zu dieser Stelle auch. Dann hat K. Rool relativ schnell den Faden verloren und damit auch den Kampf. Tschüss, Ultra Smash! Ja, ich dachte, der Typ bekommt jetzt den Ultra Smash. Das wäre es gewesen, wenn das könnte. Genau. Aber nein, Meta Knight. Mach ihr den. Hat einen schlechteren Aimbot als ich in Minecraft. Okay, aber zumindest nicht so schlecht wie du. Nächster Pokéball. Gamaro kann, wenn man damit trifft, gut sein. Ich meine, wieso kann ein Pflanzen-Pokémon Feuerexplosion auslösen? Das sind Samenbomben. Na toll. Wenn Attacken-Waffeltyp merkt, dann sind diese Attacke die Typ Pflanze und Feuer. Übrigens liegt Wolf sehr wahrscheinlich vorne. Ich rechne nicht damit, dass Meta Knight überlebt. Okay, ich habe kurz überlegt, weil die Stage so schon ziemlich groß ist. Er hätte schon überleben können, wenn er reingedönert hätte, aber nee. Ich werde auch hier das an unterschiedlichen Tagen aufnehmen, kann ich gleich mal sagen. Du wirst nicht heute herausfinden, wie viel dein Geld dir gebracht hat. Ich werde nämlich die anderen beiden Kämpfe, Turnier entscheide, vermutlich morgen, vielleicht auch übermorgen, weiß ich noch nicht, machen. Ja. Meta-Knight hat gerade immer Yoshi-Klang gespielt. Das kann er leider nicht. Er ist nämlich nicht Yoshi. Jedenfalls war er das, als ich das letzte Mal Stimmt, war Yoshi nicht sogar einer meiner Favoriten, der im allerersten Kampf des gesamten Formats rausgeflogen ist. Die Kamera ist übrigens wieder saftig. Also Meta-Knight kann das zwar theoretisch noch aufholen, aber ich würde seine Chancen nicht gerade als hoch ansehen. Vor allem müsste er den Ultra Smash in einem sehr guten Moment zünden. Und auch treffen. Jetzt hat Wolf gleich seinen Ultra Smash, das wird es dann vermutlich gewesen sein. Ja. Was? Ja! Als ob! So viel Darts! Als ob das killt! Okay, das war geil. Den Play muss ich ihm lassen. Das war ja mal richtig geil. Und wenn wirklich Wolf der war, der das gegen Cloud schon gespielt hatte, hatten wir bisher zweimal das Glück, ein komplett neues Matchup zu sehen. Ey, wisst ihr was? Ich guck das jetzt auch nebenbei mal nach. Und warte deswegen auch mal einen Moment. Oder? Nee, komm. Ich habe zwar gerade im Finale schon anscheinend 2 Kills verpasst, aber YOLO. Die müssen ja auch innerhalb von ungefähr 10 Sekunden gefallen sein. Komm, Meta Knight, ich glaube an dich. Also eigentlich, ich sag so, ich hoffe, dass du gewinnst. Glauben tue ich's nicht. Sind die ein bisschen außerhalb? Was machen die? Das Typische für Computer. Runde 2. Ja, bisher hatten mal, wie erwartet, Cloud die Führung. Ein guter Hit ist auf jeden Fall der Kill. Und der Baseball. Oh ja. Ah, das Ding ist so nervig. Aber nach geht's. Tatsache, Wolf hat gegen Cloud im Halbfinale gekämpft. Und Meta Knight
Du lagst gerade schon hinten und hast es noch geholt. Du schaffst es nochmal. Jetzt die Ulti raushauen, wäre perfekt für ihn. Das war schwach. Jetzt hat er den. Hätte er die Ulti verwendet und dann den Smashball gegönnt. Jetzt hat er sein. Jetzt hat er. Ja, das ist es halt. Jetzt hat Cloud den Smashball bekommen und die Ulti eben, die er sowieso hatte, eingesetzt. Also, nein. Einfach in jeder Form schlecht gemacht. Hier wird jetzt übrigens genau gleich was vereist. Es sieht sehr nach Clouds Sieg aus, was der zweite. Was der zweite Finalverlierer wäre, der weiter ist. Nee, also. Gerade eben hat Meta Knight zwar übelst das Comeback gehabt, aber das wird wirklich so gut wie unmöglich noch zu holen. Dazu muss. Oh, der Klapptrap kann ja viel. Der ist sehr stark, wenn er trifft. Wenn. Da. Das einzige, wie Meta Knight noch eine Chance hätte, das ich mir vorstellen kann, erstens dieses Mal seine Ulti nutzen. Und genau treffen. Und jetzt muss er es irgendwie schaffen, Cloud bei Low Percentage in die Blast Zone zu locken und mit sehr wenig Damage zu killen. Sicher, dass es wirklich nur Storm geht. Das wäre auf jeden Fall die mit Abstand einfachste, nenne ich es mal, Möglichkeit. Weil, ne? Du weißt, ich sage, er kann verlaufen können. Ich sag ja auch nicht, dass es nur so geht, aber das wäre auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Würde ich auch so probieren, wenn ich einen Meta Knight spielen würde. Und nicht so. Er fliegt einfach ein Ultra Smash durchs Bild. Meta Knight lebt noch, aber er liegt über ein Leben hin. Oh ja, übrigens zu dem. Das ist etwas, das Meta Knight nicht machen sollte. Ah, das aber schon, das aber schon. Cloud wird dann schön im Finale mitspielen. Ja, das war mir klar, bevor ich dieses Video begonnen habe. Außer Meta Knight. Und ich sage, wenn Cloud am Ende gewinnt. Das würde mich nicht wundern. Andererseits, Mario und der Pokémon-Trainer sind da, also. Ich glaube, so viel wert ist es denen dann doch nicht, mich zu nerven, dass die das Geld ablehnen. Meta Knight hat. Sonst hat Angst vor dem Feuer, aber es liegt einfach mal einfach nicht im Boden. Meta Knight hat noch nicht verloren, aber. So gut wie. Vor allem, da jetzt auch noch der Ultra Smash von Cloud näher rückt. Und da ich Meta Knight kenne, wird er ihm nicht ausweichen. Da ist er. Oh, das war schon sehr nah, sehr kritisch. Nee, also ich rechne nicht damit, dass. Ja, das war's. Es war ohnehin von vornherein klar, dass Cloud hier gewinnt. Das ist, denke ich, jedem. Oh. Ich könnte es tatsächlich doch noch schaffen, zu gucken, wie viel du bezahlt hast. Klasse, ne? Ja, Cloud ist weiter, zusammen mit der Mii-Schützin und wird sein Halbfinale, seinen ersten Kampf, ah ja stimmt, wo wir gerade davon geredet haben, gegen den Pokémon-Trainer austragen im Finalturnier. Jetzt habe ich keinen Cut gesetzt, scheiß drauf. Das dauert auch nicht lange. Hier, ihr seht jetzt, wie ich Einstellungen mache. Oh mein Gott, hinter den Kulissen des CPU-Tournaments. Ja, Leute, ich weiß, das ist für euch alle sehr aufregend.
Wir haben hier jetzt Fue und an diesen Stellen platzieren. Ja, Fue. Und an diesen Stellen platzieren wir jetzt die Keks. Oh mein Gott, Alter. So ein Einblick hinter die Kulissen hat noch kein Channel gegeben. Boah. Es wird mir eine Freude sein, ihn absichtlich zu verlieren. Aber wisst ihr, tut mir zwar leid, dass ich eure Lebenszeit verschwende, aber das kann ich nicht einfach so machen. Das ist ein Fire Emblem Schwertkämpfer. Der muss leiden. Ich versuche mal einen richtig behinderten Play rauszuhauen. Ich gewinne das! Oh! Ja! Das war genau das, was ich wollte! Ja, benutzt nur deine Helfer-Trophäe! Ja! Ich werde hier schon auf. Er sollte leiden! Ja, er soll sich selber umbringen. Und er kriegt Teller ins Gesicht. Was ist denn mehr Leid? Diese Teller hasse ich übrigens. Konter! Man sieht ja auch, ich würde den Kampf vermutlich, oder? Ja, okay, wenn ich komplett legit spielen würde, wahrscheinlich nicht. Oder schwer zu sagen. Ja, genau, Konter, ja, hau mir auf die Schnauze. Ich nehme dich mit! Oder auch nicht! Guck mal, ich hab einen Bohrer. Oh, das war nice. Echt jetzt? Jetzt lass mich einen Suizid machen. Das ist der beste Kampf der CPU Tournament Series! Du kommst her. Sag mal! Digga! Hier, friss meine Ult! Fui! Hier, ich benutze jetzt deine eigenen Waffen gegen dich. Du kriegst diese Ulti nicht. Die krieg ich. Das Ding ist gegen die Wand gerannt und einfach weg. Komm, ich kill dich jetzt auf so gut wie 0%. Schade. Als ob! Wolltest du jetzt nicht mal verlieren? Komm her, Fuego! Was?! Jetzt muss ich. Jetzt bringe ich mich einfach so selber um. Das Risiko ist, wenn ich den nämlich nochmal gemacht hätte, Fuego stirbt da vor mir. Ja! Alter, das war aber schon geil. Da kann keiner was sagen. Vor allem, wie es dann auch noch... Das geht übrigens mit Kirby auch. Also, einen Suizid schafft man dann meistens eher nicht so. Aber vor allem den Move, wo Kirby noch überlebt, den kann man schon gut hinbekommen. Wo wir übrigens gerade bei kleinen, rosanen, komischen Kugeldingern sind. Hier haben wir ein kleines, rosanes, komisches Kugelding. Weißt du, Pikachu? Klar! Kirby, wolltest du... Will der jetzt den Meteor, von dem ich geredet habe, ausprobieren? Wenn ja, den macht man in der Regel offstage. Also nur so als Hinweis. Jetzt ist halt... Das wird ein spannender Kampf. Ich persönlich spiel beide. Was? Ich spiele...
spiel beide gerne mal. Ich werde auch wahrscheinlich in der nächsten Folge vom Story Mode Kirby mal spielen. Ich habe den halt erst vor sehr kurzer Zeit nach der letzten Story Mode Aufnahme wirklich trainiert. Der Hammer von Kirby kann eine sehr starke Attacke sein. Hierzu ist das Wichtigste Treffen! Das sollte man auch mal den meisten Kämpfern sagen. Aber ja, da fehlt das sogar noch stärker. Dann ist die Luft nämlich ganz schön kaputt. Tschüss, Pikachu. Kann es sein, dass die Computer auf die Stage nicht klarkommen? Dass das bei Custom Stages der Fall ist, das ist mir klar. Ich glaube, Custom Stages können nicht kommen, wenn ich Random Stage anmache, ne? Fände ich ein bisschen blöd. Ich habe zwar tolle Custom Stages, ich habe eine sehr merkwürdig gebaute Stage vom Zeitturm aus Pokémon Mystery Dungeon. Das war die erste, die ich gebaut habe. Dann eine, ich nenne mal Basketball-Stage. Was machen die da eigentlich? Scheiße. Die ganze Zeit und sich wieder retten. Digga, wie viel hast du bezahlt? Was zum Teufel? Jetzt mal for real. Kirby gewinnt ständig durch sowas. Ja, jetzt geht genau Pikachu. Ja, danke. Warum war. Digga, Pikachu ist extra so nah an den Rand wie irgendwie möglich gegangen. Pokéball wirft Kirby ihn oder nicht? Ja, wirft ihn. Jetzt mal im Ernst. Kirby ist weiter und ich kann das einfach nur anzeigen. Jetzt mal for real. Kirby kommt immer nur durch sowas weiter. Wow, er trifft. Schön, den Ultraball hat er gesagt, was wäre. Ultraball, genau. Ja, auch klar. Pikachu haut den mit seinem scheiß Ultra-Smash so lange an, dass Kirby ihn dann mit einem Hit bekommt und wieder genau am Rand der... Jetzt mal for real. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das legit ist. Ist es aber. Pikachu wurde bezahlt. Der stellt sich, der bringt sich entweder selber um oder stellt sich an den Rand der Map, damit der Ultra Smash. Ich dachte, die Entwickler von der Pokémon Company bezahlt. Ja, war wohl nicht genug Geld, um zwei Kämpfer ins Finale zu bringen. Ja. Was passiert da hinten? Kirby ist tot. Hallo? Pikachu. Tschüss! Jetzt, also, um das mal zusammenzurechnen. Was war das? Pikachu hat sich dreimal selber umgebracht und zweimal direkt an den Rand gestellt, damit Kirbys Ultra Smash schon auf 30 oder 40 raushaut. Was war das jetzt? Ist legit! So. Ich gönn Kirby jetzt gar nichts mehr. Fuego machen 5-Stock. Aber das große Problem ist. Das Geld. Oh, Rainbow World. Papa ist reich, ich weiß. Nein, du offensichtlich. Nach dem Kampf gerade eben, das muss gekauft sein. Und das war auch im ersten Turnier, in dem Kirby war, schon so. Glaubst du, okay, das ist halt wirklich die Sache, die mich gerade wundert. Es wird aber noch ein Stage-Morph kommen. Denn nie im Leben kämpfen die... Oder habe ich den Stage-Morph aus? Ja. Oha. Weil nie im Leben kämpfen die auf einer Stage, auf der Fuego nicht runterspringen und damit unauffällig Suizid begehen kann. Komm, Fuego! Das war doch schon Kirby alles. Das geht auf der Stage doch gar nicht! Ja, Kirby springt in die Autos. Okay, das stimmt sogar. Jawoll! Aber ein Ultra Smash. Oh Gott, komm mal, die hat zu viel bezahlt. Aber Ultra Smash will wieder keiner. Fuego lässt sich natürlich von dem Hammer treffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Kirby das trotzdem noch gewinnt.
glaube ich, würde reinlegen hinten. Ja, trotzdem. Erster Punkt, Meta Knight. Zweiter Punkt, Junge, das wird sowieso passieren. Fuego lässt nämlich auf einmal völlig nach. Ah, liegt immer noch in 38% vorne. So, jetzt wieder ein Leben. Aber er hat sich allein schon zweimal vom Hammer treffen lassen. Ja, Kirby, ja genau, die Autos, die sind gut. Oh, komm, Fuego, hol dir das Waffenteil. Oh, du Keck. Nein! Hier, der Ult geht daneben! Und Kirby fliegt raus. Komm, hol dir das Waffenteil! Da unten liegt ein Bob-Bomb. Ja, ist klar. Dass das kein Treffer war, war wirklich klar. So, wer... Hier, guck dir das an! Ah, oh, trotzdem, wer hat sich das hier gekauft? Ey, ich sag dir. Lol. Hallo? Es liegen gerade alle drei Waffenteile rum. Will die auch wer? Nein. Fuego hat... Jetzt haben die wieder die... Aber Kirby hat nur noch ein Leben. Fuego hat einen Teil verloren. Jetzt hat er es wieder. Ein guter Hit wäre der Kill. Da ist ein Lodecke, hi! Junge! Oh mein Gott, war das knapp! Wo ist das letzte Waffenteil hin? Ultra Smash killed! Beide Waffenteile weg! Kirby liegt so weit hinten und ist raus! Ja, also das war auch irgendwie gekauft, oder? Nein! Das war genauso, wie alle von Kirbys Kämpfen ausgegangen wären, wenn sie nicht gekauft gewesen wären! Ja, ich möchte ja nur mal anmerken, dass Kirby sich absolut dumm angestellt hat. Ja, wie immer. Bloß haben sonst die anderen sich noch dümmer angestellt. Mit 3 Suiziden und 2 Free Kills zum Beispiel. So, dann nehme ich morgen noch das nächste auf. Wir sehen uns dann wieder. Oh, oh, das wird ein krasser Kampf. Fuel gegen Ganondorf. Na dann? Aber dann schon mal klar, der Gewinner ist ein Pokémon. Pokémon Train. Obwohl, warte. Ich überlege, ich werde das wahrscheinlich machen. Oh! Es kann theoretisch zu einem Finale aus Pokémon-Charakteren kommen. Moment, der Finalverlierer im nächsten Turnier ein Pokémon ist, oder? Nein. Jetzt schon. Oh, aber oder? Warte. Ja, dabei ist auch klar, es wird immer der Finalverlierer die Turniere gewinnen. Ja doch, Fuego kämpft nämlich gegen den... aus dem zweiten Turnier gegen den Sieger. Das wäre in der Ordnung unten links. Pokémon-Trainer ist der Sieger des dritten Turniers, somit oben rechts. Das heißt, sie starten einer auf links, einer auf rechts. Somit kann es zu einem Finale zwischen den beiden kommen. Vorher können sie sich aber nicht gegenseitig bekämpfen. Ergibt Sinn, oder nicht? Das heißt, es kostet dann 30% Zeitfinale zwischen den beiden. Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus deinem Bude. Warum mache ich eigentlich eine Begrüßung? Das schneide ich doch noch ans letzte Video dran. Vergesst es. Ich bin dumm. Wir kommen zum letzten Qualifiers. Irgendwie ist das Bild gerade scheiße, aber ich hoffe, man erkennt trotzdem, dass Bowser als Finalteilnehmer feststeht, während Captain Falcon und Simon noch darum... Also, das Finale von diesen Qualifiers meine ich jetzt... während Simon und Captain Falcon noch drum kämpfen müssen. Ich bin auch mal gespannt, ob Bowser wieder gewinnt. Bisher hat ja immer in den Qualifiers
derjenige gewonnen, der im Finale des letzten Turniers verloren hat. Seien wir gespannt. Aber erstmal stellt sich sein Gegner heraus. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt nach einem Match abgeht, wären beide relativ gut gegen Bowser, aber vielleicht Simon ein bisschen besser. Captain Falcon spiele ich selber auch mal ganz gerne einfach. Alles klar. Der ist gefühlt halt echt Ganondorf ohne Schwert, aber in schnell und nicht so viel Damage. Und Ganondorf, bewahr mal mein Main. Und ich habe das Gefühl, die Stage liegt Captain Falcon nicht sonderlich. Weil bisher hat er hier zwar ein paar Hits gelandet, aber ist sogar schon mal gestorben. Und so wie er jetzt steht... Das war unlucky für ihn. Jetzt hat er den Ultra Smash. An seiner Stelle sollte er ihn, würde ich ihn eher gesagt, aber nicht vor dem Kill einsetzen, der unmittelbar bevorsteht. Jetzt hat er noch die Bombe, die würde ich allerdings schon benutzen. Allein schon um diesen Kill herbeizuführen. Und deswegen sind das Computer und nicht ich. 60% Rückstand bleiben übrig. Aber das kann Captain Falcon auf jeden Fall aufholen. An sich habe ich auch das Gefühl, er kämpft ein klein bisschen besser. Aber hat halt am Anfang mit übel wenigen... Übel wenigen Prozenten bereits sein erstes Leben verloren. Die Helfer-Trophäe kann viel bewirken. Ist vermutlich der Kill, außer Simon benutzt sein Ultra Smash, was komplett... Warum kommentiere ich? Ich bin hier nur Deko, Leute. Gefühlt ist der einzige Sinn von meinem Commentary, dass wir wissen, was genau die CPUs gleich... Wenn ich sage, es wäre dumm, was sie gleich machen werden, oder wenn ich sage, es wäre schlau, was sie nicht machen werden. Da stirbt er. Und Captain Falcon geht in Führung, aber ein guter Hit ist auf jeden Fall der Kill. Wobei der Blitz ihm nochmal einiges bringen könnte. Aber er nimmt ihn nicht. Sehr ausgeglichen wieder. Und ich glaube, ich habe den Stage Morph tatsächlich ausgeschaltet. Aber fände ich fürs Finale auch nicht so schlimm. Auch wenn dann natürlich die Stage noch größere Vorteile bringen kann. Das war mal wieder schlau. Er hat einen Ultra Smash und zerstört den Ultra Smash. Ball. Jetzt hat er seinen eigenen Ultra Smash nicht mehr. Der Ultra Smash Ball ist wieder frei, weil er durch den falschen Ultra Smash Simon rausgehauen hat, der jetzt seinen Ultra Smash... Aber jetzt hat wieder keiner den Ultra Smash. Bitte Hilfe! Ich bin verwirrt! Hier kann sehr gut... gute Kombo mit dem PK Fire Ultra Smash. Für mich bleibt das PK Fire. Also, Captain Falcon liegt um 69. Für eine Sekunde lag er um 69% vorne. Ich frage mich gerade nur, warum Captain Falcon... Oder? Nee, was ist mit dem anderen Pokéball passiert? Hat er ihn nicht mal genommen und der ist despawned oder? Oh, der Hit hätte raushauen können, wenn er getroffen hätte. Weil es eben nah am Rand war. Wo
Ultra Smash kann man machen, wäre aber wieder eher verschwendet. Und so wäre er auf jeden Fall verschwendet. Was ist passiert in diesem Kampf? So, geistige Verwirrung ist vorhanden. Beide haben Kacke gekämpft. Mal schauen, ob Bowser sich besser anstellen wird. Der letzte Teilnehmer des Finalturniers wird jetzt bestimmt, sorry. Bowser oder Captain Falcon. Und es wirkt am Anfang ziemlich ausgeglichen. Captain Falcon scheint bisher, auch wenn das natürlich noch nicht viel aussagt, besser zu spielen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das an der neutraleren Stage. Und gleich explodiert's da unten, Captain Falcon. Ich würde da. Okay, das war lucky. Wäre das Ding normal explodiert? Oh, oh, schöner Forward Aerial. Führung für Bowser. Okay, der war jetzt abgestaubt, der Ultra Smash. 42 geschenkter Damage. Ist das das letzte Qualifikationsturnier oder ist das schon das Finale? Das ist das letzte Qualifikationsturnier, das Finale davon. Wir hatten bisher nur Captain Falcon, der Simon in einem komplett merkwürdigen Kampf, in dem beide nur Kacke gemacht haben, am Ende besiegt hat, als er ihn in der Blast Zone mit 10% gehittet hat, nachdem er einen Selbstmord begangen hat. Das war übrigens sehr merkwürdig von Bowser. Ich meine, retten musste er sich da gerade nicht. Warum macht er dann die Abi? Also hier das Ganze kann noch durchaus für Bowser schief gehen. Oh Mann, die ist so broken. Erzähl das mal, Wolf war's oder Meta. Nee, warte. Hat Wolf sie bekommen oder Meta Knight in dem Kampf? Auf jeden Fall einer von beiden hat sie bekommen und dann der andere. Und dann ungefähr zwei Leben gezogen. Das ist der Captain Falcon, wie wir ihn kennen, von gerade eben noch. Jetzt wird er der Ultra Smash. Bowser liegt ziemlich deutlich vorne. Sag mal, wie hat der Typ dieses Qualifikationsturnier geschafft? Vor allem das Finale des Qualifikationsturniers. Wie gesagt, der Kampf davor war auf jeden Fall Not gegen Elend. An das eigentliche Turnier erinnere ich mich nicht mehr. Auf jeden Fall ist das schon irgendwie lächerlich. Andererseits muss man auch sagen, dass Bowser auch nicht gerade zu Höchstform aufläuft. Ich meine, der Typ hat im Freestock-Turnier Ridley innerhalb von 70 Sekunden einem 3:0 besiegt. Das ist auch nicht gerade das Level, das er hier gerade kämpft. Und ich verlasse jetzt diesen Raum und komme. Mit der Smash-Bombe. Irgendwie haben die es mit der Smash-Bombe. Ich find's zwar ganz cool, wenn die damit sich selber beschaden und den Gegner töten, aber oh, das könnte ein Kill sein und das wäre dann sogar echt stark gewesen. Wieso sollte das ein Kill sein? Ja, gute Frage. Captain Falcon hat nur noch ein Leben, während Bowser noch drei hat. Ich anstelle von Captain Falcon würde mir nicht. Oh, schön.
Er fängt sich zwar ein bisschen, aber das wird vermutlich nicht reichen. Weil er heißt nicht Meta Knight. Und dann, wenn Bowser jetzt wirklich gewinnt, hätten wir tatsächlich jedes Qualifier-Turnier den Finalverlierer weiter. Oh, was war denn da oben für ein Highlight-Item? Das hat Captain Falcon gerade 76% geheilt und ihn somit gerettet. Aber wenn Bowser solche Hits landet. Es sieht aber wirklich sehr danach aus, als würden wir tatsächlich einfach jeden Finalverlierer noch bekommen. Aber noch ist hier nichts rum. Die Helfer-Trophäe könnte raushauen. Der Ultra-Smash hittet. Captain Falcon holt auf jeden Fall gut auf. Aber warte da. Alter! Was? Guck auf Bowsers Prozent! Was ist passiert? Aber das war's! Alter, war das nochmal knapp am Ende! Da hat der ja alles rausgehauen, der Captain Falcon. Bowser auf einmal auf 105%. Das ist einfach ein Helfer-Trophäe. Ich weiß, aber trotzdem, Captain Falcon lag 3-1 hinten. Damit stehen alle Finalturnier-Teilnehmer fest. Und wir sehen uns dann dort wieder. Ciao.